Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franziska und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast für deine Legung. Wenn du Zwillinge im Sonne, Mond, Aszendent oder in der Venus hast, dann kann hier etwas dabei sein für dich. Kann deswegen, weil es eine allgemeine Legung ist. Diese trifft nun mal nicht auf alle von euch zu. Bitte bedenkt das immer. Ich habe wieder ein großes Lenormand-Kartenbild ausgelegt in der 9x4-Version und werde die Karten so vielfältig es mir möglich ist deuten. Und du schaust, ob was auf dich zutrifft. Es können einzelne Themen sein, es können auch mehrere sein in unterschiedlichen Situationen. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass gar nichts dabei ist. Guck einfach, wie es bei dir stimmt. Ja? Wenn ich die Deutung fertig habe, dann gehe ich auf einzelne Karten noch vertiefend mit den Seelenblickkarten ein, die ihr ja alle liebt. Und da kommen die Erinnerungen, Vergangenheit kehrt zurück. Okay, das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der uns auch begleiten wird. Ja? Ihr Lieben, wenn ihr Informationen zu den Karten wollt, findet ihr unten in der Infobox, ebenso für persönliche Readings. Und jetzt starten wir, würde ich sagen. Für diejenigen von euch, die sich mit den Lenormand-Karten auskennen, euch wird sofort auffallen, dass die weibliche Hauptpersonenkarte nicht im Bild ist. Das kann vorkommen, weil ich ja sehr gerne Extended-Versionen benutze, wie auch hier wieder. Und ihr seht, da bleiben ja auch einige immer übrig. Und demzufolge kann es vorkommen, dass die weibliche Hauptperson gerade nicht im Bild liegt. Wir schauen uns jetzt die Unterseite an von dieser Karte. Das ist dann immer eine Energie, die noch dem Ganzen unten drunter liegt. Ja, und wir spitzen, jawohl, die Fische. Die Fische stehen für die Finanzen, für etwas in den Fluss bringen, für die Seele, für eine männliche Person. Ihr seht, da oben ist der König abgebildet. Und diese männliche Person ist ein Bruder oder ein Onkel oder eine herzliche andere Person. Ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Person hier. Und wir schauen, also Thema Finanzen, Thema Seele, Thema diese Person eben. Liegt also dem Ganzen unten drunter, sage ich immer, ja? Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. So, meine Lieben, nachdem ja ihr nicht im Bild seid, fange ich jetzt mit dem Gegenüber an, denn der liegt hier im Bild. Die männliche Hauptpersonenkarte steht für die Person, mit der ihr es vermehrt zu tun habt. Wunschpartner, Lebenspartner, wie auch immer. Und auch unabhängig vom Geschlecht, weil es eine allgemeine Legung ist. Diese Personenkarte hat noch eine weitere Bedeutung, nämlich das Thema Handlung, Aktivität. Und liegt hier im Haus des Kleeblatts. Das heißt zum einen, dass in Kürze diese Person aktiv werden könnte oder werden wird. Er schaut hier in die Unklarheiten, die Schwierigkeiten. Etwas, was im Nebel liegt. Und das betrifft Nachrichten, Botschaften. Kann für den ein oder anderen auch das Thema sein, dass es hier um eine Ex-Person geht. Ja, und zwar ist das dann auch ein Mann. Das heißt, wenn das kann dann euer Ex-Mann sein. Ja, wenn ihr natürlich einen habt. Und da gibt es Nachrichten, die für Unklarheiten sorgen. Gegenüber haben wir hier die Schlange, was nochmal das Ganze verkompliziert. Die Schlange steht ebenso für eine
Ex-Geliebte oder für eine Rivalin. Und hier kann es eben Unklarheiten, Schwierigkeiten geben auf dieser Ebene. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier, wir hatten ja vorhin die Erinnerungen hier, dass er in Erinnerungen schwelgt bezüglich einer vergangenen Partnerschaft. Und hier in Kürze, jetzt muss ich mal schauen, das Kleeblatt liegt leider nicht mit drinnen. Dann tasten wir uns mal weiter. Er schaut hier in Nachrichten, Kommunikation, E-Mails, Briefe und diese Nachrichten kommen plötzlich. Irgendetwas, was sehr, sehr plötzlich, sehr überraschend gekommen ist oder kommt aus der Öffentlichkeit. Also das kann jetzt, das sind öffentliche Nachrichten, die ganz plötzlich kommen. Das können mit dem Haus der Lilie kann das eine Dating-Plattform sein. Gerade auch, weil die Lilie im Haus des Herzens liegt und da die Kombination eben ist. Mit diesem Wandel, der hier angezeigt ist, auch noch auf Beziehungsebene, könnte das tatsächlich hier eine Dating-App sein und das geht ja immer ganz schnell. Was es auch noch sein kann, also das sind auf jeden Fall Nachrichten, die schnell kommen. Thema Hilfe, Unterstützung, Thema Vertrauen, da ist der Fuchs dran, ihr Lieben. Und das ist ihm auch nicht bewusst. Ja, das ist ja etwas, was unter ihm liegt und demzufolge ist es ihm nicht bewusst. Und das ist aber etwas, was ganz tief in seinem Inneren arbeitet und worüber er sich auch klar werden wird. Allerdings nach einigen Irrwegen. Nach einigen Irrwegen und Verstrickungen wird er sich darüber klar, dass diese Erinnerungen, also diese Erinnerungen haben wir hier unten im Übrigen auch nochmal liegen. Und auch das hier sieht mir nach dem Thema Gedankenkarussell aus, ja. Ebenso nehme ich wahr, dass hier eine Reise nicht stattfindet oder dass hier eine Reise stattfindet, die aber den Sinn und Zweck hat, etwas zu beenden, beziehungsweise eine negative Angelegenheit zu wandeln. Hier ist das Ende einer Behörde, einer Firma angezeigt oder eben etwas zu beenden, was einen Rückzug angeht. Also ein Rückzug kann hier beendet werden, eine Trennung kann beendet werden. Und gleichzeitig habe ich hier auch einen Neuanfang für eine Firma, eine Behörde, beziehungsweise für eine Firma. Es ist hier ein ganz schönes Gewurschtel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier geht es darum, ein Haus loszulassen, Bilanz zu ziehen mit einem Haus, einer Wohnung, das habe ich hier gleich zweimal. Das Haus hier ist ein bisschen älter, das ist ein bisschen neuer. Vielleicht wollt ihr hier umzuziehen von einem älteren Haus in ein neueres. Allerdings ist hier, läuft der Fuchs rein. Also und das Haus liegt auch im Fuchs. Irgendwas passt hier auch nicht. Der Fuchs sagt immer, da ist ein Zwiespalt. Ein Zwiespalt, was den Besitz angeht. Vielleicht hat er den Zwiespalt, sich von einem Besitz zu trennen, weil die Kombination hier sagt nämlich, dass es um den Verkauf eines Hauses geht. Und schaut mal, da liegt der Fuchs und da liegt der Fuchs und das Haus liegt im Haus des Fuchses. Also ist schon sehr fuchsträchtig hier.
Der Fuchs, der steht immer für den richtigen Zeitpunkt, ja? Und der Fuchs liegt im Haus des Bären. Das heißt, hier sind auch ein Zwiespalt mit etwas Altem, ein Zwiespalt mit etwas, was stark ist, was Kraft hat, und ein Sachbearbeiter, eine einflussreiche Person, die hier unter Umständen gewisse Probleme macht, sage ich jetzt einfach mal. Weil die Kombination Fuchs und Turm ist in der Regel ein Finanzamt. Und dann passt es ja auch, wir haben ja das Geld hier, ja. Was ich allerdings sehr schön finde, ist, dass hier die Verbindung ist zum Fuchs. Das heißt etwas, also es kann jetzt zum einen sein, dass hier eine Trennung, ein Umzug anberaumt ist, dass ein Herzensprojekt hier gestartet wurde und aufgrund dieses Herzensprojektes oder ich habe eher so den Eindruck, dass hier die Liebe dazwischen gekommen ist. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also hier ist ein Projekt, was die Unklarheiten, Schwierigkeiten auch so aus. Ich habe hier den Eindruck, es geht darum, dass er umdenkt. Weil ich habe hier den Reiter liegen, die Bewegung, die Aktion, Angebote, Chancen. Aber irgendwie hakt es hier bei ihm, ja. Du bist hier aufgeschlossen, du hast hier Nachrichten, du bringst hier mit dem Reiter eine sehr schöne Energie mit, eine sehr aktive. Vielleicht bist du sogar ein Angebot für ihn. So, Entschuldigung, dass schon wieder das Telefon gegangen ist. Ihr Lieben, also ich habe hier den Eindruck, dass diese Herausforderung ist, auch umzudenken, die Komfortzone zu verlassen. Und hier habe ich so einen Stillstand angezeigt und diesen inneren Konflikt damit. Aber dieser Konflikt kommt eindeutig daher, dass er misstrauisch ist. Und das ganz, ganz doll. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja hier die Erinnerungen. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich mit Erinnerungen zu tun hat. Also, wenn ihr eine Reise geplant habt, dann kann es eine Stagnation geben, beziehungsweise eine Absage dieser Reise, weil hier entweder eine Firma, also eine Reisefirma, pleite geht zum Beispiel. Wir haben das Geld, wir haben hier das Ende dieser Firma, dieser Behörde. Also ich denke mal, weil die pleite geht. Hier können aber auch andere Verwicklungen eine Rolle spielen. Ja? Mit dem Fuchs nebendran, mit dem... Das kann eine Insolvenz sein, das kann auch was ganz anderes sein. Ein Verkauf wäre auch denkbar und das aufgrund der Tatsache, wobei ein Verkauf, da würde das weiterlaufen. Dann, das wäre dann eher im Hintergrund. Also ich denke, hier ist dann eher das Thema Insolvenz. So. Ist auch interessant, schaut mal, er guckt hier in die Richtung. Unklarheiten, Schwierigkeiten bezüglich einer Kommunikation, einer Nachricht, die hier reinkommt. Es kann auch von einer Frau sein, diese Nachricht. Und das muss jetzt nicht unbedingt immer nur die Ex sein, das kann jetzt auch eine andere Frau sein, ja. Über Umwege und Schwierigkeiten. Also hier die Schlange bei ihm im Hausplatz sagt mir auch, dass er rumeiert hier, weil er sich eben über irgendwas nicht klar ist. Ja, wir haben hier ebenfalls die Diskussionen, den Konflikt angezeigt. Hier wäre es auch ratsam, Ordnung zu machen,
was das Thema Sinnsuche angeht, natürlich könnt ihr bei einer Reise, die abgesagt wird, wahrscheinlich wenig ausrichten. Sollte es aber Probleme auf einer Reise gegeben haben, dann wäre es gut, diese zu kommunizieren, ja, und sich an die entsprechenden Stellen zu wenden und die Nachrichten hier weiterzugeben. Gerade wenn hier so gewisse Gefahren in einer Wohnung, einem Haus, das kann hier auch ein Hotel sein, ja, wenn da irgendwas ist, dann gebt es bitte weiter. So, jetzt schaue ich mir gerade noch diese Person an. Der Bär liegt hier in der Mitte des Kartenbildes. Die 6 Karten sind die Mitte und die schaue ich mir dann immer natürlich auch nochmal ganz genau an. Das heißt, hier geht es darum, Entscheidungen, Lösungen zu finden mit oder von dieser Person oder durch diese Person. Diese Person ist auf jeden Fall auch sehr klug und sehr schlau. Aber wie gesagt, der Fuchs ist meistens ein Indiz dafür, dass hier irgendwas nicht passt. Und das kann wirklich, in der Regel ist es sehr, sehr vielfältig, ja, was dann zum Tragen kommt. Und mit dem Turm nebendran kann das eine Thema tatsächlich sein, dass es hier um Egoismus geht, um Machtkämpfe auf jeden Fall, ja, das können auch Machtkämpfe sein. Und da werden keine Entscheidungen getroffen. Und das ist das Problem. Und vor allem keine Entscheidungen. Und aufgrund dieser Nicht-Entscheidung keine Lösung zu finden, vielleicht lässt man hier einfach auch was schleifen. Diese Person und schaut sich zu lange etwas an, das ist auch gut möglich. Und dadurch geht hier etwas an Möglichkeiten verloren. Allerdings habe ich hier auch nochmal die Wegekarte. Und die Wegekarte ist dargestellt wie ein Labyrinth. Ja? Und liegt hier im Haus der Sterne. Das heißt, ganz viele Lösungen und Möglichkeiten, die auf Herzebene oder mit dem Herzen zu tun haben, also mit allem, was euch am Herzen liegt, wären möglich. Ja? Der Fuchs und der Storch, die haben hier auch eine Verbindung. Und hier ebenfalls. Und die Kombi. Wir haben sogar alle 3 Füchse drinnen, sehe ich gerade. Die Kombi ist immer ein Indiz dafür, dass es positiv wäre, eine Veränderung herbeizuführen. Und diese Veränderung lautet wohl wirklich dem Herzen zu vertrauen, den eigenen Wünschen hier Raum zu geben und Möglichkeiten zu geben, damit etwas in Bewegung gebracht werden kann. Weil, also die Kombi sagt mir, hier ist ganz viel Angst. Hier ist ganz viel Angst. Das Thema sich trauen, weitergehen in den nächsten Entwicklungsschritt und das auch zulassen. Und das Thema ist hier, ne? Das Thema hat mit Geld zu tun. Dass hier irgendjemand Angst hat, entweder Geld zu investieren. Die Investitionskarte liegt jetzt nicht da, aber das merke ich so, dass es um Investitionen geht. Und natürlich auch um Investitionen in die Liebe. Ja? Wir haben hier eigentlich eine sehr schöne Komponente, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eigentlich deswegen, weil hier eben der Fuchs liegt. Denn hier ist wirklich Liebe und Leidenschaft, die zusammentrifft. Positive Veränderungen bei einer Beziehung, Partnerschaft, Verbindungen, Verträge. Und das liegt hier noch im Wachstum. Allerdings mit der
Schlange gegenüber sind da eben nochmal die Schwierigkeiten angezeigt auf dieser partnerschaftlichen Ebene, was ich ein bisschen schade finde. Und die Mäuse hier im Haus des Kreuzes sind leider keine so schöne Bedeutung. Denn die sprechen zum einen davon, dass sich hier ein Verlust wiederholen könnte. Und ich sage jetzt ganz bewusst könnte, wenn hier keine Veränderung eingeleitet wird. Also die Kombination sagt immer, es wäre klug, eine Veränderung einzuleiten. Und es kann auch sein, dass hier mit dem Storch, der Storch ist ja eine Person, und die Lilienkarte auch. Also ich habe den Eindruck, dass es hier diesen zwei Menschen gelingen könnte, diese Veränderung einzuleiten. Und zwar wäre das hier eine herzliche, liebevolle Frau und das eben ein älterer, wohlwollender Mann. Also das ist ein, das muss jetzt kein Paar sein, kann ein Paar sein, muss es aber nicht, die hier für diesen Wandel sorgen könnten, wenn er denn initiiert werden würde. So habe ich den Eindruck hier. Denn auch die Karte daneben, die Engelsflügel, wisst ihr ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ich will niemanden bekehren, die Engelsflügel stehen dafür, dass ein für etwas Wertvolles, Gewinnbringendes für die Zahl 2 und für das Thema Vertrauen und Beschützen. Und ich habe den Eindruck, dass diese zwei Personen beschützt sind, aber auch die Fähigkeit und Möglichkeit haben, jemanden zu beschützen. Ja? Wenn es denn hier um einen schwierigen Neuanfang geht. Und es geht hier um einen schwierigen Neuanfang. Und hier ist auch noch eine Situation dargestellt, die mit Gesprächen im Ausland zu tun haben. Ordnung schaffen, Gespräche, was das Thema Beruf, Berufung zu tun hat. Auch hier liegen die Unklarheiten, beziehungsweise das liegt im Haus der Unklarheiten. Berufliche Themen, bis dieses Thema mit dem Beruf, Berufung oder an etwas arbeiten, kann jetzt auch mit der ganzen Situation zu tun haben, ja. Und Beruf, Berufung, das ist etwas, was dir am Herzen liegt, da sind die Veränderungen angezeigt, bei Verträgen, bei Verbindungen, bei Partnerschaften, das kann eben auch mit dem Ausland zu tun haben. Und da geht es darum, Ordnung zu machen, also etwas zu bereinigen. Aber hier, die Karte sagt, diese Bereinigung findet nicht statt. Und dass diese Bereinigung nicht stattfindet, das ist ebenso nicht klug, ja, dass hier eine Bereinigung nicht stattfindet, ist ebenso schwierig. Also der Fuchs, der hier in die Öffentlichkeit läuft, der sagt auch, da ist irgendwo ein Betrug, der noch im Geheimen ist, der noch verborgen ist, ein etwas, was falsch ist, aber noch nicht sichtbar. Und ihr seht ja, die Schwanzspitze hier zum Storch sagt und beides Male, es wäre wirklich klug, hier eine Veränderung einzuleiten, Lösungen und Möglichkeiten zu finden, die mit dem Thema Klarheit zu tun haben, mit dem Thema auch Hilfe und Vertrauen, viel Hilfe und Vertrauen und Unterstützung ist hier das Thema. Und ihr wisst ja, das Ganze geht
ums Geld. Es kann hier auch um die seelischen Aspekte gehen, aber ich habe hier doch eher das Thema mit dem Geld. Und eventuell, wir gucken uns nochmal das Ganze an, hier kann es auch darum gehen, dass ein Bruder jemanden beschützt oder ein Onkel beschützt werden will oder eben wertvoll ist, denkt es immer in beide Richtungen. Und es kann auch um beide Themen gehen, weil wir die Zahl 2 haben. Es kann ein Bruder sein, ein Onkel. Es könnte ein Bruder sein, der wichtig ist, der beschützt werden möchte. Oder einen beschützt. Und es kann das Thema Geld sein, ja. Dass hier das Thema Finanzen ist, was wichtig ist, was wertvoll ist, wo hier eine Veränderung stattfinden darf. Die Kombination sagt mir generell, dass es hier um wichtige finanzielle Themen geht im Juni. Ganz allgemein geht es hier um finanzielle Themen, etwas auch abzusichern, etwas gewinnbringend anzulegen. Auch das kann gut möglich sein, ja. Weil hier vielleicht auch ein Haus verkauft wurde, weil das kann hier auch nur anzeigen, dass diese Person einfach schlau ist und gewisse Lösungen und Möglichkeiten findet oder dann auch wieder verwirft, weil etwas anderes besser ist. Das ist auch gut möglich, ja. Die Sense und das Haus sagt ebenfalls, hier ist ein altes Haus eine Gefahr, beziehungsweise wird es hier eben jetzt abgeschnitten. Und in dem Haus, die Familie, das wird angeschaut, Thema genau angeschaut, was hier an Gefahren oder an Verlusten da war oder an Verletzungen. Dafür steht die Sense auch, ja. Und es wäre auch gut, wenn hier darüber kommuniziert werden würde und da Ordnung gemacht werden würde, weil der Bär ist auch das Thema etwas Altes, also die Trennung, man trennt sich hier von etwas Altem, wenn ich das jetzt mal auf der energetischen Basis anschaue, dann ist das hier die Bilanz, man schaut sich etwas an, Thema Schuldbewusstsein, verantwortungsvolles Handeln. Kann aber auch zu viel sein, ja, weil wir hier die 2 haben. Vielleicht ist es ein ständiges, verantwortungsvolles Handeln, was hier mit einem Haus zu tun hat. Und das wird beendet, weil es eine Gefahr der Überlastung ist. Das ist auch gut möglich. Die Gefahr der Überlastung sehe ich im Übrigen auch hier, ihr Lieben. Das heißt, allerdings nicht für euch, ja, sondern alles, was ich gesagt habe, spielt vor allem für das Gegenüber eine große Rolle. Und die Personen hier sind wertvoll und beschützend und könnten hier eine Veränderung einleiten. Hier habe ich den Mond und die Vögel. Das ist auf Gedanken, Gefühlsebene, so Stress, Aufregung, Hektik. Und daneben sind gleich die Sterne. Wäre jetzt die Karte nicht drinnen, wäre das schon so ein Zeichen für eine psychische Belastung, ja, wie zum Beispiel Burnout, Depression. Und ihr wisst, ich spreche immer energetisch, ja. So ist es noch, ja, so kurz davor, würde ich sagen, aber es ist schon ein Warnzeichen für mich. Und die Sense ist ebenfalls ein Warnzeichen und manchmal auch der Fuchs, weil der Fuchs sagt immer auch,
prüfe etwas. Der redet von einer Prüfung bzw. davon, sich etwas eben genau anzuschauen, ja? Und dann klug zu entscheiden. Hier ist eine kluge Entscheidung, die mit einem neuen Haus zu tun hat. Allerdings liegt dieses Haus auch im Fuchs. Das heißt, es kann hier noch ein bisschen das Thema Faktor Zeit mit reinspielen, weil hier geht es auch um den richtigen Riecher. Das ist immer so auch diese Balance zwischen falsch, richtig, was wann zu tun ist, ja, und das auch klug einzuschätzen und abzuwägen. Genau das ist hier diese Kombination. Und dieses kluge Abwägen der Entscheidungen, da ist hier etwas, was wohl einen Verlust wiederholen lässt. Und das hat aber mit der Person zu tun. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, das kann beides sein, ja. Ich habe eher den Eindruck, dass es für die meisten von euch negativ ist, muss ich gleich dazu sagen. Weil hier so ein paar Sachen nicht ganz klar sind. Und ein paar Schwierigkeiten, sich auch so für das Neue begeistern. Da ist noch so eine Hemmschwelle drinnen. Aber wie gesagt, ich habe eher den Eindruck, dass es das Gegenüber hier angeht. So, meine Lieben, wir schauen uns jetzt natürlich die Wolke an. Bitte eine Karte für die Wolke. Es ist eine Karte der Rückzug, Abstand aus der Selbstfindung. Das wäre auch geschickt für ihn. Wir haben ja hier, es wäre positiv, eine Veränderung herbeizuführen. Und diese Veränderung wäre auch eine gute Möglichkeit, dass er in den Rückzug geht, sich ein bisschen Auszeit gönnt, um hier sich ein paar klare Gedanken zu machen. Aber ich sage euch gleich, das macht er nicht. Wäre aber, ne, klug. Wir schauen uns die Wolkenkarte hier auch noch an und ja, da kommen die Erinnerungen, schaut mal, Vergangenheit kehrt zurück, eine Chance, Gelegenheit, neue Wege zeigen sich, weil hier die Vergangenheit zurückkommt. Hier bietet sich aber für ihn eine Chance, etwas in die richtige Richtung zu bringen, habe ich den Eindruck. Mit Wärme, Sinnlichkeit, Frohsinn. Wir schauen uns jetzt bitte den Fuchs an, und zwar diesen Fuchs hier. Dafür hätte ich gerne eine Der liegt ja im Haus des Stress. Also ich habe hier den Eindruck, dass sich Stress gemacht wird, wo überhaupt keiner zu machen wäre. Ah, genau, schaut mal. Untreue, Betrug in den Rücken fallen. Ich sag's doch, das ist das Misstrauen. Und Winter, da ist die Gefühlskälte, der Stillstand. Und schaut mal, hier geht es darum, das Herz aufzumachen. Ja. Herz aufzumachen und das Thema auch Flexibilität bei ihm sehe ich ebenso. Na, wir schauen noch mal diesen Fuchs noch an. Oh, was kommt denn da rausgeflogen? Der Fuchs spricht davon, dass hier ein seelischer Schmerz
ein Abschied war von Vergangenem, von etwas Altem. Und dieser Schmerz, diese Trauer hier hat mit einer Trennung zu tun oder mit einem Verkauf von dem Haus. Und da kommt der Sohn, der Bruder, ein jünger wirkender Freund oder Schwiegersohn. Also hier hat dieser Sohn, dieser Bruder eine wertvolle, wichtige Bedeutung, eine beschützende Bedeutung. Oder eben, das ist etwas, das kann auch etwas sein, was euch erzählt wird, ja, dass das Thema von einer dieser Personen hier ist, entweder von der Frau oder von dem Mann, das kann natürlich auch gut möglich sein. Es kann es natürlich sein, dass hier ein Bruder beschützt werden will oder er beschützt einen oder eben ein Sohn, weil der Sohn eher die Karte ist bei mir, beziehungsweise auch die Karte. Ich denke eher, da geht es um einen Bruder oder Onkel. Also sehr interessant. Wir schauen jetzt mal den anderen Fuchs noch an. Bei dem anderen Fuchs, da kommt das Thema Sicherheit, Verlass und Treue, was hier noch im Verborgenen ist, etwas, was noch nicht sichtbar ist, das Thema Spiritualität, spirituelle Entwicklung und Fähigkeiten, dann kommt der Amtsvertreter, das kann sein ein Richter, Notar, Polizist, Anwalt, Sachbearbeiter, das ist auf jeden Fall diese Person. Und das sind Entscheidungen in der Öffentlichkeit, die noch nicht sichtbar sind, die noch nicht klar sind, die noch nicht aktuell sind. Und dadurch kann hier etwas anscheinend nicht in die richtige Richtung finden. Und da liegt aber der Erfolg, ja? Denn das kommt auf jeden Fall noch ans Licht. Und jetzt kam die Trennung rausgefallen, es ist vorbei, eine neue Zeit kommt. Der aktivierte Geldfluss und ein wohlwollender Mann, Freund, Anwalt, Arzt, Förderer, Vater oder Schwiegervater. Und hier ist das Thema wieder Geld. Schaut mal, wir haben ja wieder das Thema vielleicht geht es darum, sich von einem Geldfluss zu verabschieden, weil eine neue Zeit kommt. Und es geht um diesen wohlwollenden Mann. Ja? Ich möchte jetzt noch eine Karte für die Sense, bitte. Was genau ist die Sense? Kommt ja wieder ein Haufen. Ah, okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Also, dass etwas ganz plötzlich passiert, was die Arbeit angeht. Etwas erfordert Arbeit, Beruf, Hobby. Und vielleicht arbeitest du nicht mehr zu Hause, dass deswegen eine alte Arbeitsstelle zum Beispiel
losgelassen werden darf, denn wir haben hier auch die Verbindung zur Arbeit, ja. Dann haben wir das Thema Glück, also dieses Loslassen von etwas Altem, einem alten Haus, einer alten Arbeitsstelle, das kann eine Arbeit von zu Hause sein, das bringt hier Glück, aber natürlich ist das Thema Verantwortung und Bilanz ziehen und natürlich auch wieder das Thema Schuldgefühle hier angezeigt und liegt im Haus des Hauses, das heißt, es betrifft beide Häuser, ja. Hier ist das Offizielle, was noch zu regeln ist. Amt, Bank, Versicherung, Telefon, Gesellschaft, alles, was eben mit öffentlichen Institutionen zu tun hat. Und hier kommt der Tod. Und der Tod sagt immer, dass etwas endet. Ja? Hier ist eine plötzliche Veränderung. Hier wird etwas beendet. Ein Abschied davon, eine plötzliche Veränderung. Und ich habe aber den Eindruck, dass diese plötzliche Veränderung hier positiv ist. Also entweder wird es hier zum richtigen Zeitpunkt verändert, oder aber ich habe den Eindruck, dann wird von außen, kommt von außen was dazu und bringt die Wende. So ist gerade mein Empfinden. Was ich auch empfinde gerade, dass es eine sehr anstrengende Energie ist. Also schon die Energie, wo ich euch vorhin hier genannt habe, die merke ich tatsächlich schon ziemlich deutlich durch. Ja, also diesen Stress, diese Unruhe, die Freude, die hier weg ist, keine Überraschungen, keine Lebensfreude, und da auch Ordnung zu machen, sagt die Karte. Und ich nehme hier auch so wahr, hier wird an etwas gearbeitet, aber im Haus der Wolken hat man hier schon so einen, man ist nur noch so fokussiert auf eine Arbeit, auf das, woran man arbeitet, und alles andere fällt hier irgendwie unter den Tisch, habe ich den Eindruck. Thema Lebensfreude, Thema Spaß haben, sich freuen, Einladungen mit Freunden, Einladungen zu genießen, die schönen Seiten des Lebens genießen. Und da soll hier Neubeginn rein. Neubeginn mit einer schwierigen Frau, Neubeginn, der hier sowohl auf Gedankenebene, Gefühlsebene angezeigt ist bei eurem Gegenüber. Also das Ganze hat tatsächlich, sorry meine lieben Zwillinge, mit eurem Gegenüber zu tun. Ich kann jetzt auch nichts dafür, schaut, ob es passt oder eben nicht. Und wie gesagt, es ist unabhängig vom Geschlecht. Es kann auch jemand in eurem Umfeld sein, mit dem ihr es vermehrt zu tun habt. Ja, ihr Lieben, wir schauen uns jetzt gleich noch die Karte hier unten drunter an. Die gibt nämlich nochmal einen Hinweis. Und ich bedanke mich, dass ihr so lange zugehört habt. Wünsche euch von ganzem Herzen einen fantastischen Juni. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, vielen lieben Dank allen Abonnenten. Ich freue mich wie Bolle über jeden einzelnen von euch, ganz ehrlich. Ganz, ganz lieben Dank. So, und jetzt schauen wir noch die Karte an, die hier unten drunter liegt. Wissen erlangen. Es geht darum, Wissen zu erlangen. Also es geht mal wieder um das Thema Kommunikation. Ich habe aber den Eindruck, dass dieses Wissen erlangen auch euren Gegenüber betrifft. Dass es darum geht, dass er noch ein Wissen erlangen darf,
Und mit Wissen, ich habe fast den Eindruck, es geht eher in die Richtung Weisheit, ihr Lieben. Und wenn ich mir die Karten unten drunter anschaue, da kommt die Gerechtigkeit, der Vertrag. Wir haben die verbindlichen Absprachen hier. Auch das Thema Festhalten an Verträgen. Und da darf was losgelassen werden. Oder Verbindlichkeiten. Ja, das kann mit einer Arbeit zu tun haben, mit einem Hobby, mit etwas, woran gearbeitet wird. Und also das sieht für mich auch schon wieder so sehr stur aus, muss ich ganz ehrlich sagen, an etwas Altem festzuhalten. Und da sollen ja auch diese Veränderungen reinkommen. Der Irrglaube und der Frühling. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Tschüssi.